Hallo meine Lieben, dies ist noch nicht das Video, das ich angekündigt habe. Das kommt in den nächsten Tagen. Das ist nur mal eine kurze Rückmeldung von mir, und zwar bezüglich des Blutmondes zum nächsten Vollmond am 16. Mai. Und zwar, sorry, danke geht raus an Pebbles, die mich per E-Mail angeschrieben hat und gefragt hat, inwiefern man das irgendwie magisch nutzen könnte, das Datum. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, Blutmond und Mondfinsternis, irgendwie von 2017 oder 2018 war das. Müsst ihr mal raussuchen, da habe ich schon einiges dazu gesagt. Damals noch mit Kerstin, findet ihr bestimmt noch in den Videos. Ich hatte mich mal hier ein bisschen zurückgezogen in dieses schöne Schlosshotel hier und finde es total angenehm. Hier ist ein schöner Schlosspark und ein paar alte Grabsteine und sowas alles. Finde ich total angenehm hier. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit raus, weil jetzt ist noch ein bisschen schönes Wetter. Und hier draußen kann ich mich auch irgendwie ein bisschen besser konzentrieren. Also folgendes, wenn ihr zum Blutmond, wenn ihr da irgendwas machen wollt, Schadenszauber ja, könnt ihr machen, aber sonst nichts. Außer ihr könnt ein Dankesritual machen an eure Verbündeten, an eure Götter. Das ist sogar sehr schön, das könnt ihr tun. Aber alle andere Magie, Sympathiemagie etc., lasst es bleiben, lasst sie ruhen. Definitiv. Lasst es da irgendwie da rumzuhexen oder um Gottes Willen und keine Liebeszauber machen. Ich hatte das nämlich auch nicht wirklich auf dem Schirm, dass jetzt das am 16. schon ist. Man wird auch nicht jünger. Auf jeden Fall hatte ich nämlich auch Klienten, denen hatte ich jetzt Zeug dann wieder geschickt und habe dann ein Datum mitgegeben, wann die ihre Kerzen anmachen sollen. Scheiße, da ist ja Blutmond. Da habe ich die jetzt alle nochmal angeschrieben, habe gesagt, sorry, ich nehme das Datum zurück. Bitte nicht am 16. Nicht am 16. Hab denen dann andere Daten gegeben. Also wie gesagt, lasst es sein. Wenn ihr Schadenszauber machen wollt, tut es ansonsten nicht. Ansonsten, ja, was kann man sonst noch machen? Oder was ist sonst von dem Blutmond zu halten? Also, wenn ihr mal den schönen alten Film Day of the Triffids gesehen habt, hat es damit recht wenig zu tun, weil ihr werdet nicht sofort erblinden, wenn ihr euch das Spektakel anseht. Aber wenn ihr schwanger seid, nicht in den Blutmond gucken. Nicht, macht es nicht. Es ist irgendwie so eine alte Weisheit. Ich weiß nicht, was dran ist. Ich selber war noch nicht schwanger gewesen in meinem Leben. Deshalb kann ich da auch wenig dazu aussagen. Lasst es aber lieber sein, wenn ihr schwanger seid. Guckt da nicht rein. Ich meine, ihr müsst euch auch nicht in irgendein Loch setzen und müsst abwarten, dass alles vorbeigeht. Es wird auch nicht sofort die absolute Hölle über euch reinbrechen. Allerdings muss ich dazu sagen, der Blutmond erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an die Tarotkarte, der Mond. Da sind ja auch diese roten Blutstropfen, die da aus dem Mond regnen. Das ist immer sehr ähnlich. Also der Blutmond hat immer irgendwas, der hat immer irgendeinen faden Beigeschmack. Der bringt immer irgendwie teilweise auch ein bisschen Unglück darüber. Deshalb seid vorsichtig. Es ist nicht so schlimm wie 2017 oder 2018, wann das gewesen ist. Da waren ja auch einige Planeten ganz krass rückläufig, wurde da noch war. So ist es dieses Mal nicht. Ihr könnt natürlich aber auch Mondwasser machen. Müsst allerdings früh aufstehen, weil, so viel wie ich irgendwie gelesen habe, ist es um 4 Uhr morgens. Aber wenn ihr Mondwasser herstellen wollt, es wird nicht so extrem wie damals, aber es wird trotzdem gut. Also für Schadenszauber könnt ihr das dann trotzdem gut nutzen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, macht ein Dankesritual und freut euch auf den Vollmond, der einen Monat später kommen wird. Weil das wird ein Supermond. Und beim Supermond ist ja so, dass im Prinzip der Mond auch sehr nah an der Erde ist. Da wirken eigentlich sämtliche Mondenergien besonders stark. Da könnt ihr alles machen, was ihr dann sonst auch beim Vollmond macht, könnt ihr magisch nutzen. Wie gesagt, es verstärkt nochmal alles. Und da könnt ihr euch wieder drauf freuen und da geht es auch ein bisschen anders. Ich wollte nochmal allgemein was dazu sagen, weil das Thema Unglück ja momentan auch wirklich wieder in aller Munde ist. Ich lese es auch immer. Ich möchte jetzt hier nicht über Politik anfangen, weil dann würde euch das Video irgendwie wahrscheinlich zerstören, weil ich wäre hier die ganze Zeit nur am Kotzen. Und das möchte ich euch nicht zumuten, deshalb halte ich es kurz. Ihr braucht keine Angst haben, es gibt keinen dritten Weltkrieg. Ihr braucht wirklich keine Angst haben. Wir werden auch alle nächstes Jahr hier noch erleben.
Was allerdings kommen wird, das kann ich euch so sagen, was kommen wird, sind wir schon dabei, brauche ich auch kein großer Prophet zu sein, ist eine Wirtschaftskrise sondergleichen. Könnt ihr euch drauf einlassen. Das wird wahrscheinlich sogar schlimmer werden als alles das, was ihr bisher kennengelernt habt. Aber kriegerische Handlungen hier nach Deutschland werden so nicht kommen. Interessant ist, ich hatte einen Traum gehabt, kurz nachdem der Krieg da ausgebrochen ist. Und ich hatte natürlich auch irgendwie Angst gehabt. Und da habe ich geträumt, dass ich in so einer, in so einem WWF oder wie heißt das Wort, oder WW, ja, keine Ahnung, dieses Wort Fressling, bei so einem Fressling-Kampf dabei bin im Traum. Und wo zwei so Fressling-Stars da miteinander kämpfen. Und der eine kam aus den USA, der andere war der Russe. Und das fand ich sehr interessant. Das sah total gefährlich aus. Die haben sich da aufs Maul gehauen. Die gingen runter zu Boden. Der eine sprang auf den drauf und hat nochmal reingehauen. Und das sah total gefährlich aus und total beängstigend. Und da gucke ich im Traum, wie gesagt. Und dann denke ich, was stimmt doch da nicht? Das ist doch alles nur gefaked. Weil die haben sich sogar noch Zeichen gegeben, wie die den anderen dann hinschmeißen. Und der andere hat dann Zeichen zurückgegeben. Und das war komplett halt wie im Wrestling auch. Das sieht halt brutal aus. Aber da kann es auch mal Verletzungen geben. Aber im Regelfall bleibt alles friedlich. Die sprechen sich vorher ab, wer gewinnt, wer verliert. Und die haben sich alles irgendwo untereinander abgesprochen. Was einfach auch zu bedeuten hat, lasst euch nicht irre machen. Lasst euch nicht beängstigen, weil die wirkliche Gefahr liegt in der Angst, weil in der Angst lässt sich der Mensch treiben und leiten. Habt sie nicht. Freut euch auf das, was auf euch zukommt. Freut euch unter anderem auf das nächste Video, was nächste Woche kommt. Und das wird das wichtigste Video sein, was ich wohl jemals gemacht habe. Guckt es euch bitte an. Es ist wichtig. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Noch einen schönen Tag und eine schöne Woche wünsche ich euch jetzt schon mal. Und bis demnächst und bleibt gesund.